So, da sind wir wieder. Und derart vorbereitet mit Feuerschild wollten wir diese Episode Feuerelementare töten. Und warum habe ich keine Zauber vorbereitet gehabt? Komisch. Na gut, also hier drin waren auf jeden Fall welche. Und hier ist ein Geheimgang aufgegangen in den Raum. Das heißt, ich glaube, hier waren Gegner und von da kam letztes Mal auch ein Feuerelementar. Also wir werden viel zu tun haben. Oh, stimmt. Und er konnte sein Giftdingens schmeißen. Aber der Blitzstrahl ist doch besser. Den habe ich fast vergessen. So, Blitzstrahl, Eisdingens. Und die beiden haben jetzt wieder keine Erfahrungspunkte bekommen, weil ich zu sehr darauf aus war, möglichst schnell jemanden umzubringen. Ja, Ungeduld ist nicht so toll, wie es sich anhört. Warum ist da gerade eine Tür zugegangen? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Also ich habe gehört, wie die Tür zugegangen ist, aber die Tür ist noch offen. So. Ein Secret. Ernsthaft. Hier ist ein Hauptgang, wo man quasi durch muss. Und da ist ein Secret. Ja, die werden auch irgendwie immer einfacher. So, wir haben einen Schamanenstab. Der braucht Spellcraft 7. Energie plus 20, Willenskraft plus 2. Oh, und Giftzauber und Giftwolke machen mehr Schaden. Also wäre es eigentlich was für Klicknack? Das heißt, wir geben den Stab jetzt erstmal zu Schickner. Und beim nächsten Level Up bekommt er einfach Mission Spellcraft. Oh, das reicht gar nicht mal. Na gut, dann bekommt er jetzt den Stab, er den Stab. Und er hat den Stab halt nur wegen der Energie und der Willenskraft. Und sobald Klicknack genug Spellcraft hat, wird getauscht. So, was haben wir hier noch? Die Attack Power. Und 20% schnellerer Cooldown. Habe ich auch einen Kommentar zu bekommen, und zwar, dass es eher für einen Kämpfer wäre. Also nehme ich mal an, dass mit Cooldown gemeint ist, wie oft man zuschlagen kann. Das heißt, wer bekommt das? Nicht er, sondern er. Das war ja unser Giftdingens. Das bekommt man, Klicknack. So, was haben wir noch? Irgendwas an Ausrüstung, das getauscht werden müsste? Ja, was es mit diesen Knochenamuletten auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Also wir haben ja zwei davon gefunden bei den Legionären. Und ich habe gemutmaßt, dass es ein Random Drop ist. Aber dass die Legionäre ab und an mal was davon dabei haben. Oh, nochmal Unsichtbarkeit. Die wollten wohl sicher gehen, dass man es auf jeden Fall findet. Na gut, den lassen wir hier liegen. Ist hier noch was? Nö. Aber an unseren Schritten höre ich, dass irgendjemand noch überladen ist. So, der Helm kann weg. Wir haben einen besseren. Und kein anderer wird schwere Rüstung tragen später. Was haben wir hier? Das Rezept für den Geschwindigkeitstrank und Westmost. Westmost Schriftrolle kann weg. Die haben wir eingetragen auf der Karte. Und die Notiz kann eigentlich auch weg. Da stand nur drin, dass wir uns vom Licht fernhalten sollen im Schattentanzrätsel. Und eigentlich wollte ich mein Inventar nur ausmüllen, wenn wir an der Stelle sind, wo wir auch schnell wieder hin könnten. Also, sacken wir das alles ein. Er ist überladen. Essen? Hat jemand Hunger? Nö. So. Keiner mehr überladen. Ups. Das haben wir schon gelöst. Dadurch ist die Tür hierher aufgegangen. Und noch eine Notiz von Torum. Was steht da drin? Oh, ein ganz schön langer verschachtelter Satz. Na gut. Es gab hier früher Menschen in diesen Hallen. Vor mir. Aber als ich durch diesen Ort gegangen bin, schien es mir, als wäre ich der Erste gewesen, der alle Türen gedrückt hat und alle Knöpfe.
Es muss noch Leute geben, die den Dungeon begutachten. Also Overseer ist eigentlich, wie sagt man das? So ein Vorsteher quasi, der auf alles aufpasst, dass alles richtig läuft. Sowas in der Richtung ist der Overseer. Also der alles übersieht. Deutsch und Englisch ist ja relativ ähnlich. Na gut. Das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Oder ist da irgendwas drin versteckt? Also mit allen Türen öffnen und alle Knöpfe drücken. Hat das vielleicht irgendwas mit den Türen da unten zu tun? Wir haben ja immer noch das Rätsel, wenn wir es nicht aus Versehen schon irgendwo gelöst haben, dass wir alle Türen schließen sollen, bis auf die, die am meisten Zug hat. Das haben wir hier unten gefunden. Das heißt, es wird sich eigentlich vermutlich auch auf die Türen da unten beziehen. Aber da haben wir schon jede Kombination ausprobiert. Und welche Tür hätte jetzt noch am meisten Zugluft? Na gut. Erforschen wir den Dungeon erstmal zu Ende. Vielleicht ergibt sich das dann später daraus, wie die Karte aufgebaut ist. So, wir mussten hier hoch. Wir bereiten schon mal den nächsten Eiszauber vor, falls es ein Feuerelementar ist. So, hier waren Fallgruben und Teleporter. Na gut, du bist jetzt A. Wir haben noch kein A, richtig? Richtig. Ausgang 1. Und der Teleporter wird uns wahrscheinlich wieder zurückbringen. Warum haben sie denn die Teleporter gemacht? Und er wird die Fallgruben zu. Ich spring mal hier runter. Oh. Okay. Ja. Panikmodus, Druckplatten und daraus resultierende Geschosse sind nicht meine Stärke. Ah, Boots of Valor. Das sieht schwere Rüstung. Ja, endlich mal. Du garstiges, krabbeliges Krabbelding. Ach nö. Das Ganze jetzt rückwärts. Lauf, Forest. So, kein... Ah, wir sind wieder am Anfang. Gut, dann können wir gleich zum blauen Kristall zurück. Aber wir konnten die Druckplatten und die Giftpfeile wohl auch für unseren Vorteil nutzen, denn es hörte sich so an, als wenn wir auf unserem Rückweg, auf unserem panischen Geschrei laufenderweise zurück, die Druckplatten so oft aktiviert haben, dass alle Gegner hinter uns davon angeballert wurden. Aber gut, ich will jetzt gucken, was die Schuhe machen. Schutz plus 15. Okay. Das wird wesentlich besser sein, als das, was wir jetzt haben. Was haben wir jetzt? 6. Ja, mal eben 9 mehr Rüstungsschutz. Das ist ordentlich. So. Zurück zum blauen Kristall. Und dann machen wir das Ganze gleich nochmal, nur etwas... Oh, Fackel ist aus. Nur etwas koordinierter. Also, das ist vorbereitet. Achso, wir können einen Feuerball nehmen, weil da unten war ja kein Feuergegner. Und einen Blitzschlag. Und nochmal runter. Das war falsch. Oh. Das war auch keine super Idee. Aber ich hoffe mal einfach, dass wir jetzt mit Feuerball und Blitzschlag da rauskommen. Na komm. Ja. Wirklich keine gute Idee. Also nochmal zurück zum blauen Kristall, der nicht aufgeladen ist. Na gut, dann schlafen unsere Toten halt. Und der eine Überlebende. Immer noch nicht. Ja, da unten ist echt viel zu wenig Platz, um rumzutanzen.
beziehungsweise da, wo Platz ist, sind die Druckplatten und auf denen rumzutanzen ist nicht ganz so eine gute Idee. Also, Feuerball, Blitzstrahl und das Level-Up können wir noch kurz machen. Was haben wir im Angebot? Wir haben Angebot, Assassination auf 16 bringen. Das werden wir eben 2 Punkte mehr in Stärke. Und das wollten wir eher erhöhen, damit wir nachher das verbesserte Backstabbing bekommen. Also ja, alle Punkte auf Assassination. Und zum dritten Mal die Grube runter. Nehmen wir diesmal die hier. Jo. Hihihihihi. Stirb, Krabbe. Oh oh. So, dafür kriegen wir zwar keine Erfahrungspunkte, weil wir keinen Schaden gemacht haben. Aber wir kriegen die Genugtuung, dass ein Gegner durch unsere Hand gestorben ist. So, und hier schlafen wir jetzt mal. Und dann schauen wir uns hier in Ruhe um, ob hier noch irgendwas ist. Aber gut, dass wir runtergesprungen sind. Ich glaube, den Bereich hier kann man so nicht erreichen. Nö, den könnte man nur erreichen, weil wir runtergesprungen sind. Also man sollte auf jeden Fall immer alle Fallgruben runterspringen. Was war das da gerade auf dem Boden? Achso, das ist der Teleporter. Na gut, und wo kamen die Spinnen jetzt her? Ha, also hier waren die Schuhe. Hier sind die drei Gesichter. Das hat irgendeine Gittertür aufgemacht. Hm. Nö, hier scheint nichts mehr zu sein. Aber in den kleinen Raum und in diese eine Nische passen doch keine drei Krabben und eine Spinne rein. Ja, komisch. Aber na gut. So, wir sind jetzt auf der falschen Seite. Richtigen Seite. Und Feuerball ist vorbereitet, Blitz auch. Schön, schön. Ich höre keine Gegner. Dafür ohne Menge Schalter. Und ich höre irgendwie immer wieder eine Tür auf und zu gehen. Oder Bodenplatten. Ha. Da müssen wir wohl einfach nur schnell sein. Also das Ding schießt. Das heißt, wir müssen, sobald es gleich hochgeht, rüberlaufen und im Weg stehen bleiben von dem Ding. Dann müssen wir irgendwie noch in der nächsten Etappe zur Tür kommen, die Tür aufmachen und gleich durch. Oder hinlaufen, Tür aufmachen und erstmal wieder zurück zum Blockieren und dann wieder hinlaufen. Also ja, das wird bestimmt sehr frustrierend. Speichern wir erstmal ab und machen einen kurzen Cut. LP groß 056 sind wir schon. Also bis gleich.